denkt doch keiner, dass er mal der Hase beim Fressen küsst, mal einen Mund kriegt. Passiert halt. Gut. Falls ihr Schmatzgeräusche hört, das ist Leo. Und jetzt kommen wir zum Punkt, nämlich zum Hi. Oh, und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist Mittwoch und zwar der erste Mittwoch, in dem ich wieder live drehe. Wow. Wir haben ein neues Jahr. Wie war mein neues Jahr bis jetzt? Ein bisschen sprachlos. Ja, ich habe viel Tee. Meine Mutter hat mir viel Tee eingegossen. Ich habe viel in der Ecke rumgelegen. Ich habe ein neues Stofftier und Leo frisst seine Leckerlis, die er zum Weihnachten bekommen hat. Ja, das war so jetzt mein neues Jahr zusammengefasst. Gut, das war's. Wir sehen uns. Entschuldigt, aber den Witz wollte ich schon immer mal bringen. Kann euch noch ein bisschen mehr erzählen, weil es ist ja vielleicht nicht so uninteressant. Habe nämlich ein Thema und ja. Also folgendes. Bei mir ist es gerade so, dass ich unglaublich genervt bin von Elektronik. Also ich bin jetzt am Punkt angekommen, wo ich sagen muss, es reicht jetzt. Es ist so, ich habe mein Mac, der spinnt seit, ich würde sagen, August 2018, ja doch schon, du kommst hin. Ich habe plötzlich, als ich den runtergefahren habe, immer eine Fehlermeldung bekommen. Die zu fotografieren war übrigens echt eine Kunstfertigkeit, weil die ist schon so aufgeploppt und dann war es auch schon wieder zu. Und ich habe dann einfach nur irgendwann die Kamera davor gehalten. Hauptsache, ich erwische die Ding vielleicht. Ja, dann haben wir auf jeden Fall im Dezember noch, wo ich froh war, dass ich da vorproduziert habe, weil ich habe, ja, niedlich entschuldigt. Meine Mutter trägt gerade so Quasten, Quasten heißen die Dinger, an den Socken und mein Hase fand es gerade unglaublich lustig, diese Quaste anzuschnuppern. Das sah gerade so süß aus. Ja, auf jeden Fall war es dann so. Entschuldigt mich, falls ich ein bisschen arg mit Leo bin, aber dadurch, dass ich die Elektronikprobleme hatte, habe ich unglaublich viel Zeit mit dem kleinen Kerl verbracht und man kann einfach nur verrückt nach ihm sein. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann noch andere Probleme aufgetaucht sind, nämlich dass plötzlich grüne Balken im Hintergrund waren, dass ich teilweise, wenn ich ein Programm gebraucht habe und die Datei runterladen wollte dazu, dass die einfach sich nicht runterladen lassen hat und so weiter und so weiter und noch viele andere. Und ja, dann haben wir es auf jeden Fall zur Reparatur geschickt und dann war der bei der Reparatur. Dann ist er zurückgeschickt worden mit den Worten, es sei staublos drin, sonst wäre alles gut. Was nicht verwunderlich ist, ich meine, ich habe da so ein kleines schwarzes Ding, das süß ist wie sonst was, aber der staubt halt auch unglaublich. Weil er sehr viel, er ist sehr wirbelig und ja, dann wirbelt da halt ein Streu auf und Streu ist gleich Staub. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass da der Staub rausgesaugt wurde, dann ist er zurückgeschickt worden, dann ging auch alles eigentlich ganz einigermaßen. Der ist dann, glaube ich, so, er wurde am Dienstag losgeschickt, am Montag darauf war er wieder da. Ja, und dann habe ich den weiter getestet und alles und war eigentlich ganz happy, geht wieder alles, juhu. Und dann nach ein paar Tagen, also nach ungefähr 3 Wochen kam die W-Fehlermeldung wieder. Und ja, so, jetzt kommen wir nämlich zu meinem Thema des Tages. Mein Thema ist, es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, dass ich verrückt werde, weil ich Probleme an Dingen in Elektronik schneller wahrnehme, als es andere Leute tun. Weil ich nun mal da eine viel feinere Wahrnehmung habe, weil ich da nun mal viel aufmerksamer bin und weil ich da eben nun mal auf andere Dinge achte und die meisten, die würden diese Fehler, die ich sehe oder die ich bemerke, gar nicht bemerken. Und ich bemerke sie dann halt früher. Und dann ist es oft bei mir so, ich merke den Fehler. Du sollst weitermachen, meint er. Ich bemerke den Fehler.
Und dann ist es so, dass ich den Fehler sehe, den Fehler bemerke und dann meiner Mutter Bescheid gebe. Ich fotografiere, ich mache, ich tue. Und am Ende heißt es, es ist nichts. Ich denke mir dann immer, ich werde verrückt. Und dann kommen aber die Fehler immer wieder, weil es ist halt eben in 99,9% der Fälle doch irgendwas. Und es ist für mich dann immer so schwierig, weil oft ist es so, dass die Leute, die mir dann helfen wollen, die sehen die Fehler dann auch. Und ich kann sie ja dann dokumentieren. Aber der Fehler, meistens ist dann so, dass dann eben es auf was Kleineres gedacht wird, weil es eben. Weil ich die Fehler eben schon wahrnehme im kleinsten Stadion, also ganz am Anfang. Ist auch nicht nur mit Fehlern, sondern auch mit Erkältungen. Wenn ich nur so ein bisschen ein Kratzen im Hals habe oder ich merke schon Wochen bevor es überhaupt jemand anders merken würde, dass ich mich erkältet habe und sage dann immer zu Mama, Mama, ich werde bald erkältet sein. Und ja, meine Mutter hat auch erzählt, dass Bekannte in ihrem Bekanntschaftskreis, die auch etwas sensibler sind, dass die auch solche Geschichten haben und dass die eben auch oft sagen, wissen, dass da was ist, bevor es überhaupt im Blut wird oder der Arzt es feststellen kann. Und es ist manchmal so schwer, naja, Dinge zu bemerken, die andere noch lange nicht bemerken. Und diese Dinge dann dem anderen verständlich zu machen, weil der andere sagt doch, als Beispiel, ich sehe da jetzt kein Problem, da ist doch nichts. Und du denkst dir nur so, doch, da ist was. Ich merk's doch, ich fühle mich schlapp oder der PC wird langsamer. Ich bin erkältet, ich fühle mich erkältet oder die Programme funktionieren nicht mehr. Und alle solche kleinen Dinge sind dann. Und es ist egal, ob das nun mal deine Gesundheit ist oder ob es irgendwie was anderes ist. Du hast im Zweifel mal denk, glaube ich, oft selbst das beste Gefühl, weil du ja es beobachtest. Aber wenn du eben so ein unglaublich sensibles Gefühl hast für die Dinge oder du auch einfach sehr schnell die Dinge wahrnimmst, dann fällt es halt unfassbar schwer, diese Dinge dem anderen verständlich zu machen, warum da jetzt was nicht stimmen soll. Weil der sieht dann halt, okay, das Ding ist ein bisschen dreckig, ich mache es sauber, dann geht es wieder. Und du denkst dir dann, ich habe schon, als es zurückgekommen ist, habe ich zu meiner Mutter gesagt, das kann doch nicht nur vom Staub kommen. Das geht nicht. Das sind so viele Sachen, das geht einfach nicht, dass es nur von so ein bisschen Staub kommt. Ja, auf jeden Fall, die Moral der Geschichte ist, jetzt müssen wir es nochmal einschicken. Und müssen dann nochmal drauf gucken lassen. Und er möchte das weiterstreichen. Ich will aber nur so ein Tempel. Da will ich glaube ich steil sein. Ja, und ja, du merkst es eben schnell, du weißt es schneller und du musst dann halt, wenn du in so einer Lebenssituation bist, entschuldigt, ich habe einfach gerade den Faden verloren und habe einfach woanders neu angefangen. Ich hoffe, das ist nicht so aufgefallen. Ja, Entschuldigung. Es kommt einmal vor. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann, wenn du eben Dinge schneller wahrnimmst, ob es jetzt deine Gesundheit ist, ob es jetzt Wetterschwankungen sind, ob es jetzt elektronische Sachen sind, ob es jetzt Sachen anhand von Börse oder irgend sowas ist. Es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, wie man Dinge schneller wahrnehmen kann, als andere es tun. Dann ist es oft so, dass man die Geduld braucht. Die Geduld, bis die anderen das, was ich auch wahrnehmen. Und manchmal heißt diese Geduld auch einfach zu sagen, okay, dann schicke ich halt das Teil 500 Mal gefühlt ein, weil bis es dann funktioniert, weil es ist oft so, dass es eine kleine Kleinigkeit ist und du dann im Zweifel, wenn du dich wahnsinnig machst im Sinne von, wieso sieht der das nicht, es für dich schwerer wird, aber die Situation nicht damit bereinigt wird. Also ist der erste Schritt zu sagen, okay, es ist jetzt schwer, es ist gerade so, dass du was wahrnimmst, was ein anderer nicht wahrnimmt, aber es wird sich bestimmt bald geben. Und irgendwann wird es der andere auch wahrnehmen und dann kann es entweder noch rechtzeitig sein oder es ist dann alles hinüber. Ja, ist doch so, Mama. Kennst du das gar nicht? Ja, sie sagt mir jetzt auch noch, ich soll die. Also weiß. Ja, egal, sei es drum. Ich
Das wäre dann jetzt mein erstes Video. Ich bin noch etwas pillepalle und ich habe hier gerade jemanden, der unglaublich viel Aufmerksamkeit will. Ja, sag ich, will unglaublich viel Aufmerksamkeit. Was ist mit deiner Pfote los? Ach so, du liegst nur falsch da. Ja, gut. Ich würde sagen, das ist alles, was ich euch jetzt zu diesem Thema sagen kann. Mein erstes Video nach fast 2 Wochen und es ist so wirr. Läuft bei mir. Ich hoffe, mein kleines Zwischenvideo mit dem Shampoo hat euch gefallen. Ich habe da ja neues Trockenshampoo probiert und ich kann jetzt noch, nachdem ich jetzt nach einer Weile sagen, die Haare werden wirklich wieder lockig lassen. Hören gar nicht mehr auf damit. Knapp 10 Liter Conditioner, die das Kletter machen soll, um sonst auch egal. Oh Mann. Das sollte auf diese Packung draufschreiben. Auf jeden Fall erstmal. Kann sein, dass die Haare davon wieder lockiger werden. Ich dachte, es hey, halt Lockenpflege, aber wer das ist lockiger macht, das wusste ich nicht. Tja, wieder einmal so Dinge, die man vorher nicht wissen soll. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns wieder am Freitag. Ich lasse jetzt meinen kleinen Kern noch ein bisschen rumhüpfen und wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Könnt ihr mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rigmaid@outlook.com. Ich bin gerade so froh, dass ich noch dran gedacht habe. Ich jetzt fast vergessen. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.